Hallo Lodi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3. Heute am Tag der Aufnahme ist es Donnerstag, der 6. Oktober 2022, 18.05 Uhr. Und ja, wenn ihr das seht, hoffentlich morgen, Freitag, habt ihr die Woche schon fast hinter euch gebracht. Ich hoffe, es war entspannt und euch geht es gut und freut euch auf das Wochenende. Ja. Und wir sind, wie gesagt, zurück hier bei Crusader Kings 3, genauer gesagt bei unserem Herzog Christopher, der langsam ins Alter kommt, gebrechlich ist, an einer Krankheit leidet und ja, generell geht es ihm nicht so gut. Das heißt, nicht mehr lange und Widukind wird, wird übernehmen. Der aber auch schon vernarbt ist. Und wie geht's ihm? Ist in Ordnung. Ja. So. Ich will kurz einen Überblick verschaffen. Er ist noch 8 Monate hier beschäftigt. Ja. Ich bin dann, glaube ich, immer noch. Genau. Ich bin immer noch beim Papst am Start, der sich halt nicht gut beeinflussen lässt. Und ja, da muss man gucken. Gibt es Fraktionen gegen uns? Nein, zurzeit nicht. Und jo. Wir wollten dann gen Polabien ziehen. Der verteidigt. Dann müssen wir zu Oberhäuptling Atiamas von Ubranosch verbandelt. 1700 Leute des Polaben hat zurzeit 784, das heißt ja, knapp 2500 Leute, ziemlich genau 2500 Leute. Und ich habe insgesamt, wenn ich alle Verbündeten hole, kann ich ja hier bleiben können. Ansprüche. Obixen von Dessau. Ich hätte knapp. Was heißt knapp? Ich hätte etwas mehr als doppelt so viele Leute. Ja. Habe ich noch irgendjemanden, den ich verheiraten kann? Udo. Mein Sohn. Festland. Ja, das wird er wahrscheinlich. Irgendwo. Im Norden sein, ja. Voll ab vom Patt. Der hat aber viele Leute. Aber das ist viel zu weit, ich bin hier. Ich hab zwar Hafen, könnte da hin, aber nee. Das lassen wir erstmal. Ansonsten. Tarvino de Chalon. Ja, jetzt wahrscheinlich Lothringen oder halt. Frankreich. Also spätere Frankreich. Dafür, dass er so klein ist. Kerngesund. Das wäre nicht so weit. Was dann noch? Starherren, das klingt oft nach da oben. Auvergne ist auf Frankreich. Aber die sind auch schon so alt, ne? Bündnismacht. Kroatien. Ostfrankenreich. Also das ist meine Schwiegerin. Athen ist Griechenland, logischerweise.
Das ist nicht so weit weg. Alter kommt auch ungefähr hin. Ja, machen wir das auch glatt. So. Ja, sehr gut. Eine bescheidene Christopher zu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Euer Sohn Udo und meine Tochter Emilia verloben sich. Ausgezeichnet. Sehr gut. 3000 Leute. Die auch, naja, was heißt, relativ schnell ist wahrscheinlich übertrieben. Aber die könnten noch rechtzeitig ankommen. Ja, wir warten erstmal noch die 8 Monate ab. Gut. Ansonsten Geld haben wir. Können wir ein bisschen bauen, wa? Wo ist denn am wenigsten? Immer noch in Schleswig. Was bauen wir denn? Genau, Jagdreviere wäre doch gut, weil das gibt Steuer und Aufgebote. Obwohl Steuern ja eigentlich recht gut aussehen, aber man weiß ja nie. So, und dann wollte ich eben gucken, Nachfolge und Teilung ändern. Und Scheiß. Erbteilung. Großteilung. Einzelne Reichserbe. Und warum kann ich das nicht? Fürstbischof von Münster. Schon mal zu, warum geht das nicht? Primogenitur habe ich nicht. Heute hielt Walra meine Feuerepredigt für alle Kinder des Hofs. Sie waren richtiggehend gefesselt, als er aus der Heiligen Schrift vorlas. Mein Sohn Udo schien nun sicher zu sein, dass er für Großes ausersehen ist und behauptet, dass Gott ihn ohne Wenn und Aber unterstützt. Ja, ärgert sich, ist doch gut. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Nichte Giselle. Ja. Wir müssen den Heckenpenner finden. Der so einen Scheiß macht. Kann aber nicht angehen. So, mein Ratsmarschall ist gleich fertig. Okay. Geteilte Aufmerksamkeit. Domänenschwelle um plus 2. Er ist nicht beeinflusst. Was ein Arsch. Ich könnte mal wieder hier Jagd veranstalten. Oder besser noch ein Festmahl. Kostet mich das 70? Ja, das geht ja. Dann machen wir das mal. So, in Oldenburg ist fertig. Damit müssten ja alle befriedet sein. Wie sieht das hier in Polania aus? Ja.
Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind gute Laune, als das Fest mal beginnt. Willkommen, meine Freunde. Jedes Ritter habe ich auch. Ritter habe ich auch, sehr gut. Aber ich könnte hier mal ein bisschen neue gebrauchen, bessere von dem Hof rekrutieren. 400, alter Schwede. 60. 60. Na ja, gut. Verbieten. So. Wohl. Ja, wird man besser nicht machen. Gut, der hohe Tisch bricht. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich und einen Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende meine Gemahlin, Prinzessin Mechthild, neben mir. Gräfin Bertrada erwies ihren Niedergestellten Armut und Güte. Anmut und Güte, Entschuldigung. Mechthild und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Das ist meine Frau. Was ist denn los? Jetzt mein Freund. Naja, schön. Ja, das waren die Gäste, die ich gerade geholt habe. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Prinzessin Mechthild nicht geht, ohne mir Liebewohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen. Wieso geht die? Das ist meine Frau. Ich weiß ja, dass der Adel manchmal ein bisschen komisch war, aber... jetzt nicht ganz. So, wie sieht es hier jetzt aus? Ohne gewinnt. Noch mehr Leute jetzt. Oh je, Leute. Schon wieder ein Komplott bei Hofe. Wer ist denn diesmal? Ich muss das ja nicht immer lesen. Melisande. Achso. Mein Ratschluss mit einer Entscheidung zu mir gekommen. Sie ist sich sicher, dass mein Gast Harold einen Komplott schmiedet. Lasst alle Welt diesen Verräter kennen. Harold wird als Agent im Mord gegen Melisande Claire bloßgestellt. Werft ihn ins Gefängnis. Das ist schon blöd, ich werde heute nicht anklagen. Ja. Eure Freundin Amalie ist verstorben. Trank sich zu Tode, na geil. Dann bleib im Knast. Du wolltest jemanden umbringen? Ey, sag mal. Kann froh sein, dass ich überhaupt so gnädig bin. Was ist hier wohl nicht? Anschrift entdeckt. Mein Ratschwitz ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Meine Nichte Giselle schmiedet Ränke. Das Opfer, mein Höfling Melisande. Ey, was ist denn da los bei euch? Was für ein Abschluss noch und halt. Ui, 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 ui.
Eine fachkundige Vasallin. Meine Gräfin Vasallin, Gräfin Betrada, hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei akademischen Angelegenheiten. Es gibt da einige Projekte, die ich in Grafschaft von Stade gerne unternehmen würde. Mit eurem Segen, versteht sich. Übernimmt die Zügel. Ich setze 75 rein. Ja, das kann ich so machen, oder? Was kriegen da Entwicklungszuwachs plus 10. Kind meiner Dynastie, meine Schwiegertochter Dora, hat ein Kind zur Welt gebracht. Gerlach. Gerlach. Popo. Rina. Jürgen. Michael. Johann. Amadeus. Ferdinand. Matthias, so heißt mein Onkel. Das ist doch in Ordnung. Also mein Onkel, Tobis Onkel. Nicht beeinflusst. Wie sieht das bei meinen Vasallen aus? Vielleicht muss ich mich jetzt mal um den kümmern. 69, 100, 61. Ach, er hatte nur 18, ne? Oh, was kann ich denn lernen? Britonisch. So. Das hier ist gleich fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gibt noch ein bisschen mehr Geld. Und ein paar Aufgebote. Aber war er erst denn jetzt schon wieder? Schon wieder Oldenburg? So, in Oldenburg ist er fertig, aber er ist ja immer noch dabei, also ist er ja nicht fertig. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen, wieder mal. Melisande und Giselle. Hey, die beiden, die sollen es endlich mal miteinander klären. Was soll denn das? So, wie sieht das hier aus? Militär sinkt, aber der Fortschritt, Militär steigt, aber Fortschritt sinkt. Harold, achso, ist jetzt im Kerker verstorben. Oh, tut mir aber leid. Ja, Entschuldigung. Pff. So. Ja. Dann hoffen wir mal, dass entweder das Bündnis bald auslöst mit Ottbert, was ja nicht passiert, weil ich hier mit der Prinzessin verheiratet bin. Immer noch nicht. Oh, das ist doch. Freundlicher Austausch. Matthias Ludolfinger hat 20 Meinungen von euch erhalten. Grafschaft von Göttingen hat Führung durch den Ratsmarschall. Volksmeinung plus 50, sehr gut. Freundlicher Austausch. Der ist ein Jahr alt. Was können wir da schon großartig ausgetauscht haben? Also. Oder ist Herzog Christopher, bin ich jetzt schon so geistig abgerockt, dass ich quasi auf dem Niveau eines einjährigen Kindes kommuniziere. Das wäre schon, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Passt das? Das könnte auch Pull haben. Echt? Der geht mir echt auf den Sack, der Dude. Kann aber natürlich auch noch mal. Das habe ich ja schon. Noch das dazu mit Sia. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Manchmal kann man dann auch höheren, noch mehr Anspruch bekommen. Zum Beispiel auf das Herzogtum.
Oder gar auf das Königreich. Architekt. Was bringt mir das? Verwaltung plus 2, Gebäudebauzeit minus 15. Ja, das ist doch super. Freischalten. So, und dann jetzt noch auf Reichtum. Noch ein Fürstbischof. Aber dann hat er nicht so das Problem mit mir. Okay. Thomas hat durch reine Beobachtung die hochdeutsche Sprache gelernt. Schlaues Büchchen. Büchchen. Die Feinheiten der Diplomatie. Heute bekam meine Tochter Benedikta von Dora eine Lektion im Umgang mit Vasallen. Es war notwendigerweise ein recht vielschichtiger Lerninhalt, doch vielleicht überstieg er etwas die Möglichkeiten von Benedikta. Meine Untertanen wollen nur mein Bestes, verkündet Benedikta. Ich werde meinen Untertanen rundheraus vertrauen, damit wir das Reich zusammen aufbauen können. Ach, ihr süßes, leichtgläubiges Kind. Ein solches Maß an Vertrauen wäre geradezu gefährlich. Gut, möge das Misstrauen aus eurem Geiste getilgt werden. Ich habe bessere Diplomatie, aber Ränkespiel. Meinung von Lehnsherrn steigt. Nachsichtig. Steigt auch die Diplomatie, das Ränkel Bildung erhöht. Meinung Gefangener. Schalte Druckmittel aufgeben, Interaktion frei. Geduldig. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. So, kann ich irgendwas machen, um mich ein bisschen zu beruhigen? Nee, scheinbar nicht. Oh nein! Herzog Christopher von Angria ruht nun nach 61 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Er starb an Altersschwäche. Er brach schamlos die Ehe und man wird sich an ihn erinnern, ob seines Verrats und seines zügellosen Wesens. Ja, pff, scheiß doch drauf, dass er Angria sonst wohin geführt hat. Und dann war es Pack. Herzog Widokind besteigt den Thron. Da er mit diplomatischem Talent gesegnet ist, werden ihn sowohl Vasallen als auch fremdländische Herrscher respektieren. Als Herzog Widokind fortsetzt. Und was sehe ich? Ich bin geteilt. Wegen dieser scheiß Bundteilung. Oh, mein ganzes Geld. Meine ganzen Armeen. Oh, Leute. Oh. Ja, hier die ganzen Tipps. Ja, danke. Nö, leck mich. So. Wo bin ich denn hier? Erlaucht. Majestät. Komplottstärke. Okay. Mein Rat. Oh, was ist denn hier los? Gräfin Hasala. Ja, nee, nicht lieber hier sie dahin. Und Gräfin Hasala dahin. Und Ratsmarschall. Wen haben wir denn da? Gräfin Imagina. Zuweisen. Zack. So. Ich kann Kriege erklären. Den Titel Herzogtum von Anhalt übernehmen. Kostet mich das was? Nö? Dann mache ich das doch. Keine Vormunde für Kinder für 3 U. Mein Sohn Christopher. Oh, dann kommt ja wieder ein Christopher. Ja, Bildung, ne? Warum machst du denn Verwaltung? Nee, nee, nee. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, was heißt völliger? Aber... Ne? Bildung. Body.
Who the heck is Body? Tochter Elisabeth. 10. Ja, Ränkespiel ist schon in Ordnung, finde ich. Ränkespiel ist da. Und warum kann meine Radspitze denn nicht? Jesper. Jesper, der Jüngste. Verwaltung. Ja, Verwaltung ist auch gut. Verwaltung. Höfling. So, dann haben wir das auch. Ja, das ist aber... Aber das ist doch ärgerlich, ey. Moment mal eben. Warum habe ich das gerade nicht gesehen? Nein. Ja. Mein Bruder. Aber eine 42% Wahrscheinlichkeit. Na, wegen meiner verschwenderischen. Ja, da müssen wir dann nächste Folge mal gucken. Weil Mord komplett, wenn Komplotte wieder. Klar, wenn das, wenn das erfolgreich ist, dann erbe ich das. Wahrscheinlich. Aber wenn das daneben geht, dann, ja, da müssen wir dann mal gucken, nächste Folge, was wir da machen. Ja. Okay, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.